gute Taktik. Verwirr sie, damit sie nicht wissen, wo wir sind. Ja. Oben ist gar nichts. Kiste. Über uns. Ja. Ich habe mich hier schon längst verlaufen, Alter. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ah, hier ist eine Treppe, okay. Man kann aber auf Toilette hier gehen. Hinter uns gleich. Wieder hinter uns. Das war's. Mann, Mann, Mann. Dafür ist mein Fuß schon wieder eingeschlafen, Alter. Ich kann nicht mehr weiter spielen, mein Fuß ist eingeschlafen. Ja, wenn du mit deinen Füßen spielst, ne, ist es halt ein Problem.
Etage tiefer gefallen anscheinend. Mann, Mann, Mann. Der Plan, das Gebäude als Signal an die Außenwelt zu benutzen, schlug fehl. Das Ministerium hat es einfach zerstört. Die gute Nachricht ist, dass Jade wieder mit mir zusammenarbeiten will. Deine Akkus sind voll. Also, zwei Stück. Servi, hier Crane. Alles in Ordnung? Ihr werdet eine lange Zeit lang keine orangen Westen mehr sehen. Du hast es geschafft? Ich sag allen Bescheid, danke! Klar, wir es geschafft, Alter. Mann, Mann, Mann. Ganz Inventar ist zugemüllt. Was machst du denn da, Shady? Achso, bist du unterwegs. Okay. Du, ist er ja. Aua. Springen Sie über Gegner hinweg, drücken Sie es und überspringen R1, während Sie auf den Gegner zurennen. Ach so, nur drüber wegspringen. Okay. Mhm. Dachte also schon. Du gibst ihm aber damit auch einen leichten Tritt auf den Kopf und damit ist er dann auch für einen Moment verwirrt, als wenn man ihn so wegschubst, weißt du? Ja. Also wenn du wirklich mal gar keinen Bock hast und das nur eilig hast, kannst du komplett eine Gruppe überspringen oder sonst was. Also immer, also quasi durchrennen und jeden überspringen. Ja, mach ich immer so. So, so gut. So gut wie, also wenn dich einer erwischt, dann ist es glaube ich auch unterbrochen. Ja. Flachkörper! Ich glaube, da kommen wir nicht an. Hier vielleicht. Ich glaube schon. Probier's mal. Ja, mach. Locker. Fast rübergesprungen, Alter. Yeah. Hilfe! Kann ich schwimmen? Hab Krampf! Hilfe! Was ist hier denn noch? Da kann man hier rein. Alter, geil! Das wäre hart. Was ist denn jetzt hier los? Was war das denn? Ich hab gerade drei Gegner oder so auf einmal gekillt. Mit einem Schlag. Cool.
Hä, wie ist das denn mit dem? Warte mal, ich muss noch mal in den Fähigkeiten gucken. Ja, Fertigkeiten. Rüberspringen oder was jetzt? Nee, das hat ja schon geklappt. Ich hatte noch was anderes. Mit diesem 360 Grad Angriff treffen Sie mehrere Gegner, halten Sie R2 gedrückt und lassen Sie es zum Ausführen los. Erfordert eine Zweihandwaffe. Ach so, das geht nur mit. Okay. Wirklich, also die, ja, diese fette Axt, die du vorhin hattest zum Beispiel. Das ist ja das, was ich dir vorhin gesagt habe. Das meinte ich ja eigentlich, dass du dich dann volle Pulle da an einem Kreis drehst. Und das kannst du so richtig Matrix-mäßig machen, so wenn du in der Gruppe drinne stehst, Alter. Das schockt richtig. Hm. Aber das benutze ich nie, weil ich ganz selten eine Zweihandwaffe benutze, weil die arschlangsam sind halt, ne? Ja, das ist das Problem. Du schlägst einmal zu und dann bist du gleich Ausdauer. Dauer. Ja. Nee, Ausdauer ist ja schon voll, also die wirst du irgendwann auch keine Probleme mehr haben, aber es ist halt arschlangsam und ich hack lieber schnell zu. Diese Statue. Die Power reicht auch. Ach, da bist du schon hier oben drin? Was? Ah. Beim Fernseher? Hm. Ne, hab ich die schon. Jade! What happens to Scorpion? Will you cut out its sting? Nein, nein, das ist zu offensichtlich für eine Falle. Gibt es einen Weg, sich hineinzuschleichen? Einen Weg, die Bastarde zu überraschen? Ich weiß es nicht, aber... Tarek vielleicht. Er ist der Kurator. Er sollte etwas über die Verliese unterhalb der Festung wissen. Gut, ich rede mit ihm. Okay. Du findest Tarek in dem Gebäude mit dem Dachgarten. Viel Glück, Crane. Und Crane, wenn du kannst, besorg dir am besten neue Waffen. Du wirst sie brauchen. Glaube ich nicht. Ja, ja. Ich würde mal stoppen gehen. Aua! Boah. Die Knarre jetzt voll runter. Tot. Auffällige Tantomachete. Tantomachete? Hm. Krass. So, ich geh nochmal auf Klo. Pass mal kurz auf die Tür hier beim Shop.